einen schönen guten Morgen. Das ist Tag 3 der Reise in der Türkei, wobei wir sind ja jetzt eigentlich in der Türkei schon mal angekommen. Ich will nur noch mal kurz berichten, was gestern Abend los war. Das war ein bisschen anstrengend gewesen. Wir kamen so gegen 10 Uhr pünktlich wie geplant in Kapıkule an und haben dann rund 1 Stunde 20 Minuten etwa an der Grenze gestanden. Dann sind wir rübergefahren. Dann war es spät und ich wurde langsam müde. Sprich, wir haben ein Hotel gesucht, was sich ein bisschen schwierig gestaltet, denn wir brauchen ja ein Hotel mit Hund, für den Hund. Und gut, wir haben dann eine kleine Pension gefunden mit einem Bett und das haben wir dann verwendet und dann haben wir 6-7 Stunden geschlafen und sind heute Morgen dann weitergefahren, sind jetzt auf dem Weg Richtung Istanbul und bleiben da einen Augenblick. Wir gehen da auf Verwandtschaftsbesuch und dann geht es gegen Abend wohl weiter Richtung Bolu. Dort werden wir dann auch noch mal ein bisschen Zeit verbringen und auch übernachten und werden dann morgen endlich weiterfahren Richtung Pirasis, wobei wir da auch wieder eine Pause machen werden wahrscheinlich und werden in Samsun auch noch mal einen Verwandtschaftsbesuch machen. Insofern, jetzt geht es mir langsam wieder gut, also beziehungsweise gut sowieso, aber ich meine, jetzt bin ich langsam Urlaubsfeeling hat sich eingestellt und ja, das, was so in den letzten Wochen war, ist so ein bisschen schon abgefallen und das ist schon mal ganz gut so. Ja, was heute noch passiert, werdet ihr dann spätestens morgen früh sehen. Seid gespannt, ich bin's auch. Im Übrigen, wie das bei uns immer so ist, Frühstück im Auto. Die Pension, die hatte jetzt nichts. Und ja, jetzt kommt hier ein Laster, der wollte hier auf dem Weg. Wir stehen hier im Schatten von einem Laster. Und der wollte da jetzt wahrscheinlich auch hin. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was zu essen. Eins wollte ich eben noch erzählen, ich habe schon wieder vergessen. Die Kühlbox hat gerade ihren Geist aufgegeben. Also nicht die Kühlbox an sich, die läuft weiter. Ich habe das Kabel natürlich oben in der Dachbox irgendwo drin. Muss ich nachher mal rausholen, um diese an die Autokühlung anzuschließen. Wir haben jetzt 2 Tage, 2,5 Tage lang die Kühlbox im Dauerbetrieb gehabt, voll beladen mit dem Akku. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, so wie ich mir das eigentlich auch vorgestellt habe. Und der nächste Härtetest für diese Akku-Kühlbox-Geschichte wird dann sein, wenn wir nach Yaila fahren. Auch darauf kann man gespannt sein. Was mich gestern Abend noch so aufgeregt hat, habe ich auch hier vergessen zu erzählen. Und wir machen das eigentlich immer so, dass wenn wir reinfahren oder dort sind in der Türkei, dass wir unsere türkischen Karten entsprechend laden und Geld drauf bzw. Paket drauf buchen, um Internet zu haben und so weiter. Das hat gestern Abend aus irgendwelchen Gründen mal wieder nicht funktioniert. Wir haben das heute Morgen zumindest für eine Karte schon mal wieder hingekriegt, aber das funktioniert nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mit der App ging das nicht, also mit der App konntest du auswählen, das Paket will ich haben, dann gibst du Kreditkarte ein und läuft. Aber die ausländische Karte will er nicht. Und die türkische Karte wollte er irgendwie auch nicht. Und ja, insofern hat das alles irgendwie nicht geklappt und zum Nervfaktor sich aufgeschwungen. Das hat mich tierisch genervt, weil sonst hat es mehr oder weniger immer geklappt. Aber diesmal eben nicht. War ein bisschen blöd, aber gut, so langsam steigt die Stimmung wieder. Gibt was zu essen. Bis später. So, wir kommen jetzt nach, wie heißt das hier? Silivri. Sind wir schon. Silivri. Da ist das Meer, da ist die Stadt.
35 Kilometer bis Istanbul. Hier sind wir am Karasu Viadü. Da sieht man viel Wasser. Ich glaube, das ist Bülcekmece. Ja. Denke ich. Oder ist das die Bülcekmece? Ja, auf jeden Fall. Sieht das nicht oder schlecht aus hier? Ich muss mal holen. Das hängt mal wieder hinten dran. Also, da hinten. Da hinten kann man schon die Häuser erkennen, von Hochhäuser, Skyline, von Istanbul ein bisschen. Da geht es dann schon langsam los. Da wollen wir jetzt hin. Ich? Jetzt geht's los. Abenteuer Istanbul, Autofahren. Ich. Ihr. Guckt euch diese City an. Wenn man den ersten Hügel hier überfahren hat, sind das hier die Ausläufer. Es sind noch 28 Kilometer bis Istanbul selbst. Also bis mittendrin. Stadtzentrum, genau. Aber das hier sind so die Außenbezirke. Wahnsinn, was hier gebaut ist. So, jetzt geht das los hier. Jetzt zuerst auf der Bremse, es hat verloren. Vorstellen, jetzt ist noch nichts los. Es ist ja Sonntag. Es ist ja Sonntag, genau. Wenn hier richtig was los ist, dann kannst du ja auch entspannt fahren, weil du stehst. Kannst du einkaufen. Genau. Wer das noch interessiert, letztes Jahr in unserem Video haben wir hier gestanden, also auf der anderen Seite, in Richtung Edirne. Und da waren diese ganzen Verkäufer, die mitten auf der Autobahn gestanden haben und Sachen verkauft haben. Also hier zu sehen, das ist der Rückfahrtsvideo vom letzten Mal, vom letzten Jahr. Da ist das zu sehen. Ich befürchte ja, dass wir es dieses Jahr auch zeigen können, wenn wir dann zurückfahren, aber schauen wir mal. So, Sharif ist jetzt nochmal mit dem Hund und der Familie noch ein bisschen Gassi gegangen, also mit dem Hund Gassi, mit der Familie ist mitgekommen. Ich habe das Auto soweit vorbereitet und gekühlt. Es stand die ganze Zeit hier in der Sonne, das war natürlich ungünstig. Wir wollen jetzt nach Bolu. Ich habe gerade mal geguckt bei Google Maps. Istanbul ist mal wieder dicht. Jetzt muss ich gleich mal mit ihr sprechen, wenn sie zurückkommen, ob wir nicht einen anderen Weg nehmen. Wenn wir über die Autobahn fahren, brauchen wir etwa 4 Stunden. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, durch den Europa-Tunnel zu fahren, also den Tunnel zwischen Osten, zwischen Europa und Asien. Das spart uns knapp 1 Stunde, laut Google Maps. Und müssen wir jetzt gleich mal drüber sprechen, ob wir das dann vielleicht machen. Ansonsten werden wir uns in den Stau stellen und ein bisschen warten. Aber das mit diesem Europatunnel, das hat, glaube ich, schon ein bisschen was. Da hätte ich, glaube ich, mal Lust. Die Maut kostet knapp 17 Lira. Also 1,70 Euro. Für den Spaß ist es, glaube ich, mal was wert, da mal durchgefahren zu sein. Ja, ich melde mich dann wieder von unterwegs. Bis dann. Fahrstreifen benutzen, um halb links abzubiegen. Durch den Tunnel zu fahren und müssen dadurch so richtig schön einmal mitten rein. Mit den 2 linken Fahrstreifen benutzen, um halb links abzubiegen und auf Atatürk Havaya Limani Kadesi zu bleiben. Ich muss mal eben hier gerade ein bisschen aufpassen. Ja.
dem Straßenverlauf von Atatürk-Hava, Herr Limani, kann ich Sie noch 4 Kilometer folgen. An alle Türken unter euch, das ist Google Navi. Das redet Scheiß. Also Deutsch, alles auf Deutsch. Das heißt natürlich alles nicht so, das wisst ihr ja besser. Kadesi. Kadesi. Havali Mani. Und wie heißt Kadesi richtig? Chattese. Chattese, genau. So, und jetzt geht's halt mitten rein. Wir werden gleich unten am Meer entlang fahren, am Bosporus entlang fahren. Und dann geht's auch da irgendwo in den Tunnel rein. Eben übrigens am alten Flughafen vorbeigekommen. Und hier auf der Seite seht ihr es vielleicht noch, aber da ist jetzt wahrscheinlich der Spiegel dazwischen. Ein altes Flugzeug. Alles voll hier mit Lloyd. Sonntag. Wird gepickt. Wir fahren jetzt Richtung Tunnel. Da ist das Meer. Hier ist der Fahrradweg, Alex. Guck. Siehst du? Ja. So, und jetzt gleich sieht man bestimmt ganz gut das Meer. Schön. Und die ganzen Schiffe, die am Bosporus vorbei wollen. Das staut sich mal wieder. Ja. Wenn wir mal nach vorne gucken, Kreuzfahrtschiff und Skyline von der asiatischen Seite von Istanbul. Hier auf der anderen Seite werden Wohnungen verkauft. Ich glaube, dass sie relativ teuer sind bei dieser Aussicht hier. Sind sie. Aber ein traumhafter Ausblick, oder? Ja. Schöne Aussicht hier. Auf der Seite, da sind die ganzen Häuser, ja. Oh, guck mal, die Wolken. So ein Streifen, so dunkle Wolken da. Ja, katzentagsvoll. Gut, hier ist es relativ leer, ne? Im Gegensatz da vorne war es wie voll. Stadttor, historisch, war ich auch noch nicht gewesen. Also wir waren, glaube ich, schon mal 2 Wochen in Istanbul, aber gesehen hast hier noch nicht alles. Hey, toll. Jetzt wirst du uns mal nicht vorbeikommen. Nein,
Das ist nur eine Unterführung. Das ist eine Unterführung. Macht nichts, kommt aber gleich. Hab ich so das Gefühl. Ich glaube, das dauert ein bisschen, oder? Oder kommt es gleich? Okay. Dann dauert es noch ein bisschen. Euch noch ein bisschen mit durch Istanbul. Das ist schwierig. Rein geht's. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Schon immer mal gefragt, was eigentlich passiert. Ist vielleicht jetzt der falsche Zeitpunkt zu fragen, aber was passiert eigentlich bei einem Erdbeben? Istanbul ist ja hier so eine richtig tolle Ecke für Erdbeben. Und ich weiß nicht, wie dieser Tunnel hier erdbebensicher gebaut ist. Ist er aber. Aber keine Ahnung. Ja. Nee, schlimm, du bist ja dann unter dem Wasser. Genau, wir merken das ja dann nicht mehr. Nee. Wenn es kaputt geht, ist es so schnell ertrunken. Kommen wir raus aus dem Tunnel und sind in Asien. Der Tunnel selbst, ihr habt ja einen Teil gesehen, nach nicht 600 ganz. Metern an der Gabelung rechts halten, Beschilderung in Richtung Üskandar, Mosul, Jumbo folgen. Habt ihr ja vielleicht nicht ganz gesehen, aber ein Teil des Tunnels, solange man unter Wasser ist, die Tunneldecke blau gewesen. Irgendwie so blau auch durch die entsprechenden Lampen von den Autos blau gewesen. Und das sah richtig toll aus. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Ali-Dinesuka. Auf die Hals. Guckt euch mal die Häuser an. Hier ist gebaut ohne Ende. Sagt sie das jetzt so? Weil da unsere Brenner drin stecken. Ihre Firma baut Brenner für Zementwerke. Und hier steht eins davon. Das
heißt, hier ist wahrscheinlich ein Brenner von dir drin. Genau. So. Und da hinten haben sie wieder gebaut und gebaut und gebaut. Grüne Flächen sind weg. Siehst du das? Ja. Jetzt nicht wirklich. Nein, noch Cemento, genau, Cemento. Ich habe 1989 die ersten Zeichnungen für die gezeichnet. Noch Cemento. Schöne Aussicht, aber. Bevor wir jetzt gleich in den Tunnel fahren, Häuser direkt am Berg, super Hanglage. Früher hat es da eigentlich nur eine Stunde her, aber mittlerweile ist es gut. Ich finde eine sehr schöne Straße hier. Schön auf die gegenüberliegenden Berge schauen und das Wasser. Steinen Weg. Und da gegenüber jetzt Erdbeben, 99 war das, glaube ich, Erdbeben. Da hinten sind die Raffinerien, da hat es gebrannt. Hinter uns geht jetzt richtig schön die Sonne unter. Ich muss das mal eben hier kurz zeigen. Da wir fahren mittlerweile ins Landesinnere eingebogen. Kann man es nicht so gut sehen. Sehr schön. Wir sind jetzt in Bolu angekommen und haben eine ganz nette Wohnung hier gekriegt. Für, was kostet es? 30 Euro? 30 Euro. Brauchen wir gar nicht alles, aber ist da. Ich kann euch das ja mal zeigen. Kleinen Rundgang. Hier ist so ein. Ups. So ein. Ja, ist jetzt dunkel, kein Licht da. So ein Bereich, wo man sitzen kann und so. Hier geht es dann in die Küche. Hier ist so ein Wohnbereich. Hier geht es weiter in ein Schlafzimmer. Noch ein Flur. Badezimmer. Noch ein Badezimmer. Klein. Dann gibt es hier, glaube ich, nochmal zwei Schlafzimmer. Die brauchen wir aber nicht. Hier so ein kleines. Und das zu. Genau. So, und da ist dann noch ein schöner Garten dabei. Aber das sieht man jetzt natürlich, glaube ich, nicht. Draußen ist halt jetzt schon dunkel. Aber das zeige ich euch morgen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Atish ist auch glücklich, hier rumliegen zu können. Ja. Bis morgen.